So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Origins. Das letzte Mal hatten wir lots of Dialog. Und wir sind jetzt, wenn ich mich nicht irre, mit Marlene unterwegs, um die Katakomben zu suchen. Und sie ist ein Level über uns. Was sie kann, habe ich ja schon im letzten Part gezeigt. Was zur Hölle ist das hier hinten? Abgrund. Random Abgrund. Okay. Da ist wohl so ein bisschen der Boden eingestürzt in der Zelle. Und zwar komplett. Ach, egal. So, dann schauen wir doch mal, dass wir hier die Katakomben jetzt finden. Ich bin ja der Meinung, dass da oben, wo diese Holzplanken waren, der Eingang zu den Katakomben sein könnte. Hier. Wo wir uns jetzt gerade auch nochmal ausruhen, weil, weiß ich nicht, das geht hier halt. Ja, jetzt muss er wieder laden, weil ich das Spiel neu gestartet habe. Ach ja. Ich sollte vielleicht einfach mal am Stück aufnehmen. Mensch. Na gut, was soll's. Dauert ja nicht so lange. Irgendwann gleich dürfte es so langsam. Ja, gleich hast du es. Ja, komm. Ich glaube nicht. Yay! So. Sind wir nochmal geheilt? Jawoll. Dann schauen wir nochmal. Hast du eine Idee, wo wir suchen können, Marlene? Nun ja, ehrlich gesagt nicht. Das Einzige, was wir tun können, ist wohl jede Ecke zu untersuchen, in der Hoffnung, etwas zu finden. Nein! Nicht jede Ecke. Irgendwas muss dir doch einfallen. Etwas Besonderes oder Außergewöhnliches. In Altin und Triton mussten wir zuvor stets Rätsel lösen, um die Katakomben zu öffnen. Gibt es hier irgendwelche auffälligen Dinge? So trostlos, wie es hier unten aussieht, müssten dir die Besonderheiten doch im Kopf geblieben sein. Naja, jetzt wo ihr es sagt, es gibt hier schon ein paar seltsame Dinge. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass sich in zwei der Zellen Tore befinden. Eines davon ist noch extra verschlossen. Das andere steht zwar offen, aber da die Gitter verschlossen sind, kommen wir ohnehin nicht zu keinem der Tore. Da müssen wir Schlüssel besorgen. Fällt dir noch was ein? Gibt es irgendwelche Besonderheiten der Räume? Der einzige außergewöhnliche Raum ist wohl der Unterschlupf von Tracy. Chris und Onol wollten diesen Tracy doch für eine Weile ablenken. Denkt ihr nicht, wir haben Zeit, uns ein wenig in seinem Unterschlupf umzusehen? Ja, wenn er nicht da ist. Das wäre zu gefährlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort auf ihn treffen, sollte nicht gerade klein sein. Ja, okay. Außerdem werden Chris und Onel ihn vermutlich dort so lange es geht festhalten. Ich weiß also nicht, ob die Idee so gut ist. Außerdem werden Chris und Onel ihn vermutlich dort versuchen, solange es geht festzuhalten. Also, ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Hä? Same Textbox twice. Gut. Stimmt schon. Ich denke auch, dass Chris und Onel dort vermutlich jetzt schon um ihn kümmern sollten. Wenn wir jetzt zu ihnen stoßen würden, dann kämpfen sie doch völlig umsonst. Aber dann haben sie eine Chance zu gewinnen. Das mag sein. Aber ein gewisses Risiko gibt es immer. Du selbst sagtest, dass dieser Raum der einzige ist, der außergewöhnlich erscheint. Ich denke nicht, dass es so abwegig ist, dort etwas zu finden. Aber Erika, was, wenn sie uns erwischen? Wenn wir vorsichtig genug sind, sollten wir ungeschoren davonkommen. Du hast doch keine Ahnung, wie gefährlich dieser Mann ist. Wenn wir hier raus wollen, können wir nicht darauf hoffen, immer den angenehmsten Weg zu finden. Mir ist sehr wohl bewusst, wie gefährlich das Ganze ist. Vor allem, wenn Chris und Onelli ihn wirklich ausgerechnet dort für uns festhalten. Aber es nützt uns nichts, wenn wir hier nur rumstehen und darauf warten, dass uns alles vor die Füße geworfen wird. Okay, also ein paar Blicke können wir riskieren. Aber sobald wir Tracy auch nur sehen sollten, kehren wir sofort um. Ist das klar? Verstanden. So werden wir es machen, Marlene.
Am besten du führst uns auf dem schnellsten Wege zu seinem Unterschlupf. Dann, ja okay, das ist das eine Tor. Dann sollten wir jetzt mal zum Unterschlupf. Das scheint der richtige Weg zu sein. Dann gehe ich erstmal hinten rum und gucke, ob der andere Weg für uns jetzt auch passierbar ist. Also der, den ich das letzte Mal gegangen war. Nee, da stehen immer noch Wachen rum. Das ist der falsche Weg, ja. Doof. Dann halt doch hier rum. Ist der falsche Weg, ja. Weil da Wachen stehen. Und zwar eine Menge. Alter. Du siehst aus wie ein Händler. Hier ist ein Unterschlupf. Also vergesst nicht, was ich gesagt habe. Sollte er dort drin sein, kehren wir sofort um. Das sieht nicht so aus, als wäre der da. Ich speichere mal lieber. Und vorsichtshalber nochmal. Was macht ihr denn hier, Kinder? Eigentlich solltet ihr nicht hier sein. Ist was passiert? Wir wollten bloß schnell umsehen, ob wir irgendwas finden können, was uns dabei hilft, den Weg in die Katakomben Desertias zu öffnen. Naja, Tracy ist ohnehin nicht hier. Dann könnt ihr euch wohl etwas umsehen. Aber macht schnell, man weiß nicht, wann er wiederkommt. Es ist seltsam. Was ist seltsam? Ich frage mich, warum wir auf dem Weg hierhin nicht eine einzige Wache getroffen haben. Das ist sonst nie so. Ich traue dem Ganzen nicht. Ha. So, das sind eure neuen Aufgabenbereiche. Eine Schicht, ein halber Tag. Und wehe, ich erwische einen von euch beiden beim Faulenzen. Jawohl, Boss. Nein, nein, das war Tracys Stimme, eindeutig. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir können uns nirgendwo verstecken. Das ist alles deine Schuld. Und du und deine dämliche Idee. So ein Haufen Idioten. Was ist an so einer einfachen Arbeit nicht zu verstehen? Roy, Troy, kommt endlich. Tut uns leid. Wir wollten sie nicht unnötig aufhalten. Genau, nicht unnötig aufhalten. Dann bewegt gefälligst eure Ärsche, sonst lasse ich euch noch ein paar Stunden Wasserfänger stemmen. Er wird uns entdecken. Wir können nicht mehr weg. Es wäre wohl besser, sich nun auf einen Kampf einzustellen. Wir kommen nicht drumherum. Na, wen haben wir denn da? Darf ich fragen, was euch hierher treibt? Was ihr hier treibt? Merlin, warum sind du und Chris nicht auf euren Posten? Was tut ihr beide hier? Und die noch viel bessere Frage. Was zum Teufel machen unsere neuesten Gefangenen hier? Nun? Stirb! Wir sind mit den Gefangenen hierher gekommen, da wir der Meinung sind, dass sie nicht in getrennte Zellen, getrennte Zellen bekommen sollten. Sie unterhielten sich ständig. Deswegen halten wir es für das Beste. Ah, so ist das. Merlin! Nicht so schnell, Ladies. Genau, nicht so schnell. Willst du, mieses Dreckstück, mich eigentlich verarschen? Nein, wir wollten nicht... Halt bloß dein freches Maul! Alter, hörst du mal auf. Fass sie nicht an. Sieh an, der strahlende Retter. Warum mischst du dich hier ein, Chris? Merlin, ist alles mit dir in Ordnung? Wo willst du denn hin? Alter! Hör auf, Erika und Merlin zu schlagen. Du feiger Hund! Wie wäre es, wenn du dich mit Leuten anlegst, die über gleiche Körperkraft verfügen? Was willst du, alter Mann? Geh lieber zurück in den alten Kerker, wo du hingehörst. Was bist du für ein Anführer, der seine eigenen Anhänger attackiert? Meine Anhänger? Redest du von der Kleinen?
Eine verräterische Saboteurin, das ist sie. Genauso eine hinterlistige Schlampe, wie ihre Mutter es war. Glaubst du etwa, ich hätte das all die Jahre nicht bemerkt? Seit dem Tag, als du bei uns Mitglied wurdest, begann so einiges schief zu laufen. Gefangene befreien sich nicht einfach von alleine. Du warst diejenige, die ihnen immer und immer wieder zur Flucht verhalf. Und es ist naheliegend, dass es ebenfalls deine Schuld ist, dass unsere geplante Ausbreitung zu den anderen Regionen so langsam voranschreitet. Du widerst mich an. Aber dass auch Chris ein Verräter ist. Tja, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Im Endeffekt kann mir das allerdings auch egal sein. Ihr und eure neuen Freunde werdet nun für alles büßen. Es ist alles deine Schuld, dass nun alle sterben werden, Berlin. Wachen! Wachen! Wow, nicht mal alleine kämpfen kann man. Das sind ein paar. Seht ihr diesen erbärmlichen Haufen, Männer? Macht mit ihnen, was immer ihr wollt. Aber Merlin werde ich übernehmen. Zähähä. Wir regeln das schon irgendwie. Ihr solltet nun besser auf die Suche machen. Chris, jetzt ist es doch ohnehin schon zu spät. Wir können doch alle gemeinsam kämpfen. Wir hatten etwas vereinbart, erinnerst du dich? Für euch ist es nun absolut unwichtig, was wir hier mit Tracy und seinen Leuten machen. Aber... Nun geht schon. Wow, wow, what? Keine Sorge, euch wird schon nichts passieren. Springt einfach hinterher. Haltet durch. Wir werden zurückkommen, sobald wir alles erledigt haben. Einfach ins Loch. Um die könnt ihr euch später noch kümmern. Macht erstmal die beiden fertig. Aus diesem Gewölbe gibt es kein Entkommen. Das werden sie früher oder später schon noch bemerken. Ich denke schon. Irgendwie kommt man hier sicher raus. Puh. Ein Wasserbecken? Der Sturz war nicht allzu tief. Das war das Beste, was wir machen konnten. Mein Vater und Chris setzen ihr Leben ein, um uns Tracy und einige seiner Anhänger, Untertanen, whatever, solange es geht, vom Leib zu halten. Wir sollten jetzt alles daran setzen, endlich diese Katakomben zu finden. Das wäre das Klügste, was wir in der momentanen Situation tun können. Ja, da hast du wohl recht. Umso schneller wir die Katakomben finden, desto eher können wir ihnen helfen. Was haben wir denn hier? Auf dem Grund des Brunnens stehen einige Töpfe. Voller Topf. Voll Töpfe, ey! Ja, wir können uns ein bisschen ausruhen, das mache ich doch gleich mal. Marmor, Marmor. So, Merlin, kommen Sie mit. Merlin, ist bei dir alles in Ordnung? Hör mal, es tut mir leid, dass ich dich dazu überredet habe. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Merlin? Sie weint. Blödsinn. Ich hab noch was im Auge. Merlin, wirklich, es tut... Nein, nein, du hattest doch recht. Wenn wir Erfolg haben wollen, dann müssen wir solche Risiken halt manchmal eingehen. Es ist nur... Das war alles ein bisschen zu viel für mich. All die Erinnerungen und dieser grausame Anblick. Ich hatte alles wieder vor Augen. Es ist okay, wenn du nicht darüber sprechen möchtest. Nein, ich denke, ihr solltet davon erfahren. Bin dieser Gruppe Banditen nicht einfach so beigetreten, weil es mir Spaß macht, unschuldige Menschen auszurauben. Das hat mit meiner Vergangenheit zu tun, denn vor vielen Jahren war meine Mutter ebenfalls Mitglied von Tracys Bande. Doch auch sie hatte ihre Gründe. Unsere Familie war nie sehr wohlhabend, sodass wir kaum Geld zum Leben hatten. Aber irgendwie musste unsere Familie überleben. Meine Mutter trat seiner Bande damals nur bei, damit sie meine Schwester und mich besser versorgen konnte. Sie tat das nur für uns. Doch eines Tages, da lernte sie diesen Mann kennen. Sie verstanden sich von Anfang an sehr gut und verliebten sich schließlich ineinander. Sie wollten heiraten, damit wir endlich einen Vater haben, der sich um uns kümmert, da mein richtiger Vater uns schon verlassen hatte, bevor ich überhaupt geboren wurde. Zudem hätte meine Mutter nie mehr als Diebin arbeiten müssen. Ich war damals nur 2 Jahre alt, deshalb erinnere ich mich nur noch sehr schwach. Das ist es, was mir meine Schwester immer erzählte.
Doch dann gab es da diesen einen Tag. Der Tag, der sich bei mir bis heute in den Kopf gebrannt hat. Es war der Tag, an dem meine Mutter Tracys Bande verließ, um mit uns endlich ein ehrliches und unbeschwertes Leben führen zu können. Doch es sollte wohl einfach nicht sein. Es war spät am Abend. Meine Mutter brachte uns gerade ins Bett, als es plötzlich an der Tür klopfte. Mein Stiefvater war es, der sie öffnete. Es waren Tracy und ein paar Handlanger. Ohne ein Wort zu sagen, rammte er meinem Stiefvater seinen Dolch in die Brust. Er starb kurz danach. Meine Mutter versteckte uns Kinder unter den Betten und sagte, wir sollen so leise sein, wie es geht. Sie würde sich darum kümmern. Glaubst du ernsthaft, dass du so einfach aussteigen kannst? Wenn du jetzt zu uns zurückkommst, bin ich noch bereit, die Sache zu vergessen. Das waren seine Worte. Doch meine Mutter weigerte sich bis zuletzt ein Leben lang als Kriminelle zu leben. Ein Schrei, ein Knall, eine zuschlagende Tür. Kurz danach war alles still. Als meine Schwester und ich kurz danach aus unserem Versteck kamen, sahen wir sie da liegen. Diesen Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich sehe es jeden Tag vor mir. Das tut mir leid. Mir ebenfalls. Aber was ist aus deiner Schwester geworden? Wo ist sie jetzt? Tarasa arbeitet als Söldnerin und verdient dabei ganz gut. Sie war es auch, die sich seit diesem Tag um mich gekümmert hat. Sie selbst war damals gerade mal 12 Jahre alt. Ich bewundere sie dafür, dass sie so stark sein konnte, wie ich es immer sein wollte. Sie verdiente unser Geld immer auf ehrliche und anständige Art und Weise. Deswegen konnte sie es nicht ausstehen, wenn ich uns zusätzlich manchmal etwas gestohlen habe. Was sie verdiente, reichte zwar meistens aus, aber eben nicht immer. Dennoch schimpfte sie mit mir, wenn ich was hab mitgehen lassen. So schlugen wir uns beide über die Jahre hinweg irgendwie durch. Es war eine schwere Zeit. Als ich 12 war, begann Tarasa ihre Arbeit als Söldnerin und konnte so endlich einiges mehr verdienen. Doch, naja. Ich habe ihr nichts davon gesagt. Es war lediglich ein Zettel, den ich hinterließ. Ich werde fortgehen und mich fortan selbst um mich selbst kümmern. Ich danke dir für alles, doch ich kann nicht weiterleben, solange ich mein selbstgesetztes Ziel nicht erreicht habe. Bitte vergiss mich nicht, Marlene. Das war die Zeit, als du Mitglied bei Tracys Bande wurdest, nicht wahr? Ja, genau so ist es. Das war vor 2 Jahren. Seitdem bin ich hier und arbeite als Diebin. Ich kann mir schon denken, warum du Mitglied in Tracys Bande werden wolltest. Rache. Ich wollte mich rächen. Dafür, was er meiner Familie angetan hat. Ich wollte diesen Bastard bezahlen lassen. 2 Jahre lang bin ich nun schon hier und habe seine Pläne durchkreuzt, sofern es mir möglich war. Ich ließ Gefangene frei, fälschte einige Pläne oder beklaute die Anhänger Tracys, um den bestohlenen Ersatz zu geben. Den Bestohlenen einen Ersatz zu geben. Und dabei versuchte ich mich immer weiter an ihn anzunähern, damit ich ihn irgendwann mit meinem Dolch zur Hölle schicken kann. Doch irgendwie kam es nie zu dieser Gelegenheit. 2 Jahre lang und nicht eine Möglichkeit, ihn zu erwischen. Aber bei dem, was er eben so erzählte, erschien die ganze Zeit gewusst zu haben, dass ich ihre Tochter bin und ihn nur manipuliere. Ich verstehe bloß nicht, warum er das all die Zeit einfach zuließ. Naja, darüber können wir uns jetzt keine Gedanken machen. Wir haben hier schon viel zu viel Zeit vertan. Lasst uns endlich diese Katakomben finden. Auch er wird seine Strafe bekommen, das verspreche ich dir. Aber sowas von. Der Kerl wird so untergehen, der wird sowas von, weiß ich nicht, niedergemacht, erdolcht, ermeuchelt, ermordet. Ein Schwert, ein Pfeil und ein Dolch. Meinetwegen. Mittlerweile dürfte jeder hier Bescheid wissen, wir sollten also keine Rücksicht nehmen, falls uns die übrigen Wachen entdecken. Das sollten wir wohl nicht. Aber. Ich würde sagen, das war wieder viel Story und wenig Zeit für mich.
aber wir sehen uns dann hier an der Stelle beim nächsten Mal wieder. Bis denn dann und see ya!